Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal sagen und auch zeigen, wie ich Schnecken in meinem Garten bekämpfe, und zwar auf natürliche Art und Weise, ohne Chemie zu verwenden und vor allem auch ohne die Schnecken dabei zu töten. Ich finde immer, wenn es nicht sein muss, dann kann man das auch so machen, dass den Schnecken nichts passiert, denn auch das sind Lebewesen und in dem Fall gibt es genug Alternativen, ohne die Schnecken zu töten, und davon möchte ich euch ein paar zeigen. Ich habe schon mal zwei Videos ja auch in der Vergangenheit gemacht, wie ich es eigentlich schon seit Jahren mache. Das erste Video damals drehte sich um Kaffeesatz, dass man den auslegt, einfach um die betroffenen Pflanzen. Natürlich, wenn es regnet, ist irgendwann auch der Kaffeesatz eingeregnet oder weggespült. Das muss man immer mal wieder erneuern. Das klappt aber hervorragend, muss ich sagen. Ich mache damit durchweg nur gute Erfahrungen. Ich kann euch das Video an der Stelle hier mal verlinken, da seht ihr das auch. Ansonsten dünge ich ja auch sehr viel mit Kaffeesatz. Das heißt, ich habe immer relativ viel Boden oder viel Kaffeesatz im Boden um die Pflanzen, die ich anbaue oder auch anpflanze. Von daher halten sich auf natürliche Weise da die Schnecken schon mal fern. Also knabbern quasi meine Sachen nicht an. Ihr könnt das auch hier hinten, zeige ich euch gleich noch, am Kopfsalat sehen. Da war wirklich noch nie eine Schnecke dran. Und das liegt unter anderem hier auch an dem Kaffeesatz. Aber was man auch machen kann und was ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, ist einfach Moos sammeln, das Ganze in einem Becher mit Wasser reinmachen und ja, ein, zwei Tage mal ziehen lassen. Und dann filtert ihr und siebt das so ein bisschen ab und dann kommt das in eine Sprühflasche. Wichtig ist, dass man es halt durch ein Geschirrtuch einfach mal durchlaufen lässt, dass hier keine gröberen Stücke drin sind, sodass ihr die Sprühflasche nicht verstopft. Das ist ganz wichtig, also es sollten keine Rückstände sein. Und dann sprüht ihr zum Beispiel einfach euren Kopfsalat oder andere Pflanzen, wo Schnecken dran gehen, mit diesem Mooswasser ein. Auch das mögen die Schnecken nicht und werden dann in der Regel fernbleiben. Ein richtig guter Tipp ist aber auch noch, und das machen leider viele falsch, das ist auch oft so, wir müssen alle meistens arbeiten gehen und ja, früh morgens vor der Arbeit hat man meistens weder Lust noch Zeit, im Garten zu bewässern. Es ist aber von der Zeitpunkt her tatsächlich auch für die Pflanzen der beste Zeitpunkt und vor allem halt auch für die Schnecken, weil wenn wir abends gießen, dann kann das gar nicht mehr richtig alles abtrocknen, vom Blattgrün zum Teil auch, und es ist nachts über sehr feucht und das lockt natürlich auch die Schnecken raus und lockt die Schnecken dann auch zu euren Pflanzen, zu eurem Kopfsalat etc. Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall, wenn es geht, vermeiden, in den Abendstunden zu gießen. So, das waren jetzt schon die ersten Tipps und ein paar weitere nenne ich euch jetzt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, auf natürliche Art und Weise Schnecken fernzuhalten, ohne die Schnecken auch zu schädigen. Das sind nämlich gewisse Pflanzen, die Schnecken nicht mögen. Sie können gewisse Gerüche nicht leiden. Dazu gehören oft mediterrane Kräuter oder auch Pflanzen. Und ihr könnt es sehen, es ist zum Beispiel kein Zufall, dass ich hier hinten Lavendel hingepflanzt habe oder hier auch Thymian stehen habe. Was man aber auch noch machen kann und was ja gegen Schnecken hilft und auch sonst ganz nützlich ist, hier könnt ihr einfach eine Knoblauchzehe sehen. Die kann man ganz einfach zum Keimen bringen, indem man die in feuchtes Küchentuch einwickelt und 5-6 Tage mal warm und feucht stehen lässt. Dann sieht das Ganze schon so aus. Und jetzt könnt ihr das immer mal in Abständen von 1 bis 2 Metern in euer Beet reinsetzen. Vielleicht da, wo die gefährdeten Pflanzen sind, zum Beispiel der Kopfsalat oder von der Zucchini. Ich habe viel Kommentare von euch bekommen, dass Zucchini oder Kürbis abgefressen werden. Könnt ihr einfach da in dem Bereich auch in der Nähe einfach mal eine Knoblauchzehe einpflanzen und ihr werdet sehen, dass die Schnecken das auch nicht mögen und dann in der Regel fernbleiben. Ein richtig gutes Mittel ist auch noch Thymian. Ihr könnt zum Beispiel auch um euer Gemüsebeet einfach einen Ring aus Thymian pflanzen. Hat einen Vorteil, dass ihr reichlich Thymian dann auch habt, und der nächste Vorteil natürlich, dass die Schnecken dann auch fernbleiben. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, die Schnecken gezielt in den Garten in eine Ecke anzulocken, wo sie ruhig sein können erstmal, und so lockt ihr sie ja dann auch von euren Pflanzen weg, wo ihr sie nicht haben möchtet. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, das zu machen mit einem hohlaufliegenden Brett. Da könnt ihr Gartenabfälle drauf machen, Orangenschalen, Rhabarberblätter große auslegen. Im Prinzip müsst ihr eigentlich nur einen Raum für die Schnecken schaffen, wo viele Nährstoffe für die Schnecken sind, also wo sie ordentlich was zu fressen kriegen und wo es schön feucht ist. Das kann auch zum Beispiel ein umgedrehter Tontopf sein etc. Legt da ein bisschen was rein, vielleicht von eurem Kopfsalat etc. Und ihr werdet sehen, es dauert meist nicht ganz so lange, dann sind die ersten Schnecken schon da. Und dann müsst ihr sie nur aufsammeln und dann von eurem Grundstück entfernen. Natürlich nicht einfach beim Nachbarn über den Zaun schmeißen. Schnecken finden den Weg nämlich dann wieder zurück. Die sollten besser 20 oder mehr Meter dann von eurem Grundstück entfernt werden. Und ja, geht vielleicht einfach irgendwo raus in die Natur und setzt die Schnecken da aus. Dann können sie da meistens weiterfressen und schaden zumindest euch erstmal nicht.
Und ich denke, das ist auch eine sehr gute Alternative, um Schnecken wegzukriegen, ohne sie töten zu müssen oder Chemie einzusetzen. Eine andere gute Alternative ist natürlich noch, den natürlichen Freund der Schnecke einfach im heimischen Garten zu haben. Dazu gehören reichlich Vögel oder auch zum Beispiel Igel. Das bedeutet, wenn ihr einfach einen Garten habt, der im Gleichgewicht der Natur ist, dann lockt ihr halt auch Vögel oder andere Tiere an, die dann wieder natürlich gegen die Schnecken vorgehen. Eine andere Möglichkeit wäre auch noch zum Beispiel, sich die Anschaffung von Laufenten zu überlegen. Aber da muss man halt auch wieder sagen, das sind Tiere, möchte ich die im Garten haben oder nicht. Am Ende werden die Schnecken dann natürlich auch getötet, aber auf natürliche Art und Weise. Das heißt, sie dienen hier als Futter für andere Tiere wiederum. Da ist der Kreislauf der Natur irgendwo wieder geschlossen. Denke ich, kann man auch noch machen. Auf jeden Fall besser als der Einsatz von irgendwelchen Chemiekeulen allemal. Von daher muss es jeder für sich selber entscheiden, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist. Besser finde ich es einfach, ordentlich Vögel im Garten zu haben oder auch vielleicht den einen oder anderen Igel, bevor man sich Laufenten anschafft. Aber das ist eure Entscheidung. Möglich ist alles sozusagen, entweder über natürliche Fressfeinde oder sich halt auch Laufenten anzuschaffen. Ja, ich hoffe, dass die Tipps euch weitergeholfen haben. Es gibt wirklich reichlich Möglichkeiten. Es gibt auch viele Möglichkeiten, die weniger funktionieren. Es gibt ja auch diese natürlichen Schneckenzäune, haben vielleicht auch viele von euch schon ausprobiert. Bei dem einen mag es vielleicht funktionieren, aber bei vielen habe ich gehört, auch in den Kommentaren von euch leider nicht. Oft sind die Schnecken halt da drauf, man muss sie ohnehin absammeln oder sie klettern dann doch rüber. Und der riesen Nachteil ist, wenn irgendwie ein Pflanzenblatt einfach nur über den kleinen Schneckenzaun rüber wächst, dann wird der als Leiter genutzt und ihr habt die Schnecken auch im Beet. Von daher bedingt tauglich, würde ich einfach nur sagen. Ich habe davon abgesehen, ich mache es mit den Methoden, die ich euch am Anfang genannt habe, einfach mit mediterranen Pflanzen, wie auch zum Beispiel mit dem Knoblauch, was ich euch gezeigt habe, oder aber mit dem Mooswasser und mit dem Kaffeesatz. Allein weil ich damit sehr viel dünge, denke ich, habe ich hauptsächlich Ruhe vor Schnecken und das schon seit Jahren. Probiert es einfach mal aus, schreibt unten mal in die Kommentare eure Erfahrungen rein. Und wenn euch das Video hier gefallen hat und die Tricks auch weiterhelfen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, das Ganze ist auch kostenlos und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!